Ruben Arslan. Ich lebe in Berlin und arbeite an der Uni Göttingen. Dort beschäftige ich mich mit evolutionären Erklärungen für psychologische individuelle Unterschiede. Und in der Psychologie brach zu Beginn meiner Promotion gerade die Replikationskrise aus. Deshalb versuche ich in meiner eigenen Arbeit möglichst offen zu arbeiten, denn für mich ist klar, dass Offenheit und Transparenz nicht nur zentrale wissenschaftliche Werte sind, sondern auch Teil der Lösung für die Probleme, die die Krise ausgelöst haben. Da ich mich dem Ende meiner Promotion nähere, ging es in meinem Projekt vor allem darum, meine Ergebnisse möglichst transparent zu kommunizieren und bei anderen Interesse für Open Science zu wecken. Um das zu erreichen, habe ich mehrere Talks gegeben für Studenten und für Kollegen. Wir haben außerdem vor Ort eine Open Science Initiative gegründet und ich habe mit Freunden einen Blog gegründet, in dem ich unter anderem erkläre, wie ich meine Analysen reproduzierbar gemacht habe. Für das Fellow-Programm habe ich mich beworben, weil ich denke, dass Wikipedia eigentlich verkörpert, wo die Wissenschaft hin muss. Sie ist frei online verfügbar, live aktualisierbar und idealerweise wird sie kollaborativ bearbeitet und das Ego der Autoren bleibt eher im Hintergrund. Hallo, ich bin Mirjam Brassler von der Universität Hamburg. Ich bin Psychologin, Ökonomin und Erziehungswissenschaftlerin. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit dem Thema interdisziplinäres Lernen, Lehren und Arbeiten. In dem Open Science Fellowship habe ich mich mit der Erstellung von Open Educational Resources in der Hochschullehre beschäftigt, habe also ein interdisziplinäres Lehr-Lern-Format entwickelt mit Kollegen, habe das durchgeführt, evaluiert und habe dann Handlungsempfehlungen abgeleitet für Lehrende, die auch Lust haben, mit Studierenden forschendes Lernen zu betreiben und die Ergebnisse online zu stellen als freie Lehr-Lernmaterialien, also Open Educational Resources für alle Interessierten, die Lust haben, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. In dem Open Science Fellowship hat mir am besten gefallen, dass wir mit Experten und Expertinnen zusammengeführt wurden, dass wir von ihnen lernen durften und auch mit ihnen lernen durften und dass man einfach sehr, sehr viele Gleichgesinnte trifft, die auch den Mehrwert von Open Science erkannt haben und einfach Lust haben, sich dafür einzusetzen. Vielen Dank. In meiner Dissertation erforsche ich die Privatisierung von Wissen durch Immaterialgüterrechte. Wissensgüter unterteile ich in Fakten, zum Beispiel Messwerte, Statistiken, Nachrichten, also gefundenes Wissen, Kulturgüter, zum Beispiel Schriftwerke, Musik, Gemälde, Skulpturen, Bauwerke, Filme oder Software, also geschaffenes Wissen, und Technologie, zum Beispiel unsere Transportmittel und Werkzeuge, also angewandtes Wissen. Eine rechtliche Privatisierung erfolgt bei Fakten grundsätzlich nicht. Wissenschaftliche Verlage monopolisieren aber Forschungsergebnisse über das Urheberrecht an den Artikeln. Außerdem wurden kürzlich neue Schutzrechte wie das Datenbankrecht oder das Leistungsschutzrecht für Presseverlage eingeführt. Für Kulturgüter gilt das Urheberrecht. Dieses wird immer mehr verlängert und verschärft. Das sogenannte digitale Rechtemanagement stärkt Monopole und verhindert sogar, dass Menschen ihre eigenen Geräte reparieren können, weil sie die Software nicht einmal einsehen dürfen. Für immer mehr Technologien werden Patente erteilt, etwa für Software oder sogar Organismen. Außerdem werden auch hier neue Schutzrechte geschaffen, wie etwa die Datenexklusivität in der Medizinforschung. Alle Immaterialgüterrechte machen Wissen schwerer zugänglich und teurer. Sie sollen so Anreize zur Schaffung von mehr Wissen setzen. Vielen Wissensproduzenten geht aber die Privatisierung zu weit und sie suchen eine Alternative. Der Ursprung war die Free Software Bewegung, von der sich später Open Source Software abspaltete. Es folgten Open Access in der Wissenschaft und Creative Commons in der Kultur. Neue Lizenzen modifizieren das Urheberrecht, sodass das Teilen von Wissen erlaubt ist. Meine These lautet: In der Technologie wird das nicht funktionieren. Gesetze und Rechtsprechung müssen geändert werden, um hier für Öffnung zu sorgen. Mein Name ist Tanjo Hamann. Mein Fellow-Projekt heißt Die Namen der Justiz. Und es ist im Internet unter www.richter-im-internet.de zu erreichen. Dort stelle ich Dokumente zur deutschen Justiz digital zur Verfügung. In diesen Dokumenten ist für die höchsten deutschen Gerichte nachgewiesen, welche Richter in den letzten 50 Jahren welche Fälle zu entscheiden hatten. Davon waren bisher nur noch Archivkopien auf Papier
oder sogar nur Mikrofisch vorhanden. Jetzt stehen über 300 PDF-Dateien mit einem Umfang von etwa 3000 Seiten für jedermann offen zugänglich im Internet. Und speziell für die empirische Sozialforschung, etwa in Politik oder Geschichtswissenschaften, wird ein Teil dieser Daten auch maschinenlesbar aufbereitet und mit Wikidata verlinkt. Das eröffnet ganz neue Forschungsmöglichkeiten und trägt auch zur wissenschaftlichen Transparenz bei. In den Geisteswissenschaften wird immer noch sehr traditionell publiziert. Das heißt, ein Artikel erscheint online oder in Printform und ist auch nur sehr wenigen Menschen zugänglich. Ich möchte nun in meiner Arbeit eine Vision entwickeln, wie man denn unter diesem Stichwort Enhanced Publication auch eine geisteswissenschaftliche Publikation ein bisschen attraktiver und vor allem interaktiver gestalten kann. Unter Enhanced Publication verstehe ich eine elektronische Publikation, die um multimediale Inhalte, also Bilder, Videos, angereichert wird, auch um Forschungsdaten ergänzt wird und die auch interaktive Elemente enthalten kann. Daneben möchte ich auch noch, dass die Erkenntnisse, die in diesen Artikeln publiziert sind, auch einer größeren Gemeinschaft zugutekommen. Das heißt, ich möchte ein System entwickeln, wie man zum Beispiel Personennamen aus einem Artikel an Wikidata abliefern kann. Ich interessiere mich dafür, wie man Kulturgüter publizieren kann, zugänglich machen kann und den Menschen zur Verfügung stellen kann. Und ich war tatsächlich auf der Suche nach Menschen, die mir dabei helfen können und bin natürlich auf Wikimedia gestoßen. Am Fellowship-Programm selbst hat mich besonders gereizt, dass es ein Mentorenprogramm gab, weil ich mir dachte, dass man viel Unterstützung braucht bei solchen Projekten und dass es nur gemeinsam geht. Ich finde Open Science deswegen so wichtig, weil ich denke, dass auch in den Geisteswissenschaften Erkenntnisse und Wissen nur kollaborativ und ganzheitlich produziert werden können. Ich denke auch, dass es einfach zur guten wissenschaftlichen Praxis gehört, dass man seine Erkenntnisse der Öffentlichkeit und auch seiner Community zur Verfügung stellt, damit alle auch kommentieren und mitarbeiten können. Open Science ist auch deshalb so wichtig, weil ich gesehen habe, wie viel Zeit und Geld in Doppelarbeiten reinfließt und auch verschwendet wird, die man viel besser verwenden könnte. Hallo, mein Name ist Ben. Ich bin Doktorand an der FU Berlin und untersuche die Gehirnaktivität von sich verhaltenden Honigbienen. Für dieses Projekt habe ich einen Dressurapparat gebaut, der mit den Bienen interagiert und ihnen etwas beibringt. Wie ich als Biologe diese komplexe elektronische Maschine bauen konnte, möchte ich in Blogbeiträgen beschreiben und andere dazu ermuntern, es mir gleich zu tun. Dass das überhaupt möglich ist, liegt an der Open Source Philosophie so mancher Online-Projekte. Mich interessiert besonders Open Methods, also die Möglichkeit, wissenschaftliche Geräte selber nachzubauen. Man lernt die Grenzen und Möglichkeiten der verfügbaren Technologien besser abzuschätzen. Durch Plattformen wie Stack Overflow und Reddit neben vielen anderen kann man vom Fachwissen anderer direkt profitieren und gleich voll einsteigen. Wo man was findet, wen man mal online fragen kann, das möchte ich in einem Guide zusammenfassen. Dieser soll Startpunkte aufzeigen, wie verschiedene Kommunikationsformen im Internet aussehen. Mein Name ist Lena Reibelt. Ich untersuche in meiner Promotion die hemmenden und fördernden Faktoren von Umweltbildung auf Madagaskar, hier direkt vor Afrika gelegen. Im Rahmen des Fellow-Programms beschäftige ich mich mit möglichen Ansätzen, wie der Austausch bezüglich Umweltbildung zwischen verschiedenen Nichtregierungsorganisationen auf Madagaskar verbessert werden kann. Hierfür habe ich zusammen mit meinem Mentor Gregor Hagedorn eine Roadmap entwickelt. Hier haben wir über die 6 Monate hinweg verschiedene Ziele und Schritte definiert und haben dann ein Diskussionsforum eröffnet, wo mögliche Kommunikationsstrategien diskutiert werden konnten. Es wurde eine Online-Umfrage zu bisherigem Austausch von Expertise und Bildungsmaterialien erstellt, sowie eine Zusammenstellung aktueller Umweltbildungsaktivitäten auf Wikiversity realisiert.
Hallo, mein Name ist Clara Eileen Wenden und ich bin Doktorandin am Unix Center for Technology and Society an der TU München. Ich arbeite im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften mit besonderem Fokus auf dem Wechselverhältnis zwischen Technik und Gesellschaft. Meine Doktorarbeit befasst sich mit Makerspaces und der Frage, inwiefern Werkstätten als Orte politischer Plattformen verstanden werden können. Makerspaces? Was ist das? Makerspaces sind Werkstätten, in denen sich Interessierte treffen, um gemeinsam technisches Know-how auszutauschen, an Maschinen arbeiten wollen oder schlichtweg eine Community suchen. Häufig sind die Mitglieder auch politisch engagiert und beispielsweise Teil der Open-Source-Bewegung. Aus diesem Grund war das Fellow-Programm für mich eine tolle neue Erfahrung, um Methoden von Open Science sowohl anzuwenden als auch kritisch reflektieren zu können. Hallo, ich bin Nick und einer der Wikimedia Fellows 2016-2017. Ich promoviere im Moment in der Biologie an der Heinrich-Heine-Universität in der schönsten Stadt am Rhein. Und ich habe mich für dieses Fellow-Programm entschieden, weil ich einfach mehr über Open Science lernen wollte und ich wollte das auch einfach mal gezielt an einem Projekt anwenden. Das wirklich Tolle an diesem Fellow-Programm ist das Mentorenprogramm. Jemanden zu haben, der schon lange in der Community aktiv ist, ist einfach super hilfreich. In meinem Projekt beschäftige ich mich mit der Evolution von zirkadianen Uhren und wie Computer durch Reinforcement Learning diesen Mechanismus lernen können. Hi, ich bin Melanie und ich bin eine der Fellows im Programm Freies Wissen. Ich promoviere am Museum für Naturkunde in Berlin und erforsche dort die Ursachen für Gefährdungen von Amphibienarten. In meinem Projekt im Fellow-Programm geht es um Reproduzierbarkeit, Community-Feedback und offenes Publizieren. Reproduzierbarkeit erreiche ich in meinem Projekt durch die Offenlegung meiner Forschung. Ich habe im Rahmen des Projekts eine Projektwebsite erstellt, auf der ich meine Analysen zur Modellierung dokumentiere. Diese Website ist mit GitHub verknüpft, wo sämtliche Materialien für jeden zugänglich und nachvollziehbar zu finden sind. Die Veröffentlichung der Ergebnisse soll zuerst auf einem Preprint-Server, wie zum Beispiel BioArchive, entstehen und dann in ein Journal wie beispielsweise Facets, das ist ein multidisziplinäres Open Access Journal, eingereicht werden und dort dann einen offenen Peer-Review-Prozess durchlaufen. Mit der Organisation von einem Workshop am Museum für Naturkunde möchte ich für das Thema Open Science sensibilisieren und vor allem auch eine Diskussion unter den Naturwissenschaftlern am Haus anregen.